Herzlich willkommen zu einem weiteren Stream zu Minecraft. Jetzt versuche ich mich mal ein bisschen mit ein paar Mods klarzukommen, also sehen, wie die laufen, funktionieren. Dann mal sehen. Ein wunderschöner Ozean. Hier haben wir auch gleich ein schönes Dorf. Und das war das Inventar. Ja. So, Mods erkunden nutzt man am besten. Den Kreativmod. Und wie man gerade sehen kann, ich habe einmal. Ja. Biomass, Plenty drinne. Buildcraft. Und Railcraft. Sonst noch zusätzliches. Hier, das hier. Ist aber sehr uninteressant. Nee, verschiedenes. Ja. Packs. Dann nehmen wir uns mal. Danke für nichts. Zwei raus. Das ist immer besser. Da stauen wir aber auch gleich mal hier drinne. Mal sehen, was brauchen wir denn noch? Buildcraft wollte ich was nutzen, also brauche ich mal das hier. Das Ding. Die Röhre war es gleich gewesen, einmal die. Die ist nützlich und so eine. Kommt auch gleich alles hier rein. Dann Railcraft. Da habe ich keine Ahnung. Also, ja, Beförderungsmittel. Das sieht doch viel besser aus. Benötigt motorisierte manuelle Stelle. Okay, das müsste wenn dann irgendwo hier sein. Ne, das sind Signale. Ansteuerung. Abstimmgerät. Abstimmgerät. Haben wir das hier drüben? Ja, ich habe die mal runtergeladen, weil die interessant aussahen. Also gearbeitet bisher noch nicht. Einlaternen, Detektor,
Im Notfall. Lasse ich das auch einfach mal. Ja, das will ich einmal noch herausfinden, was das bedeutet. Streckenplan. Dazu nehme ich eine Weiche einfach mal mit. Ansonsten bleibt es bei der Boosterschiene. Detektor. So. Nicht. Schiene. Aktivierungsschiene. Und viel Redstone. Das nehme ich auch mal mit. Dazu kommen wir nochmal später. Überlegen, was fehlt denn noch? Ein Spender, Werfer. Ja, du sprichst mir gerade so aus der Seele, Dorfbewohner. Nein, nicht wirklich. Was wollte ich eigentlich halt machen? Wenn man mal seine Minecraft-Bücher mal nicht gerade zur Hand hat. Nein. Werkzeuge, nee. Ich brauche noch irgendeinen Block, nicht einen Stein. So. Ja, ich weiß, sehr sinnvoll. Wir buddeln uns einfach mal tief gerade runter. Das ist eigentlich keine gute Idee. Ach, was soll's. Den Kreativmodus, da kann man alles machen. Autsch. Und wie in jedem Minecraft-Stream gibt's die Ansprache zu: Ich möchte ja ein. Für Minecraft ein Projekt auf meinem Kanal bringen. Und jeder, der Interesse hat, mitzumachen, kann sich bewerben. Ja. Also mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ich brauche erstmal was anderes. Ich brauche noch einen Trichter. Und eine Truhe. Wenn die Truhe nicht auch noch hier irgendwie. Nein, waren sie nicht. Also die Truhen. Wollen wir erstmal das erste, die erste Sache machen? Warum leicht, wenn es auch schwer geht?
So. Daneben müssen wir einen. Müssen wir das platzieren? Ich brauche aber auch. Ich hab's verloren. Egal. Ich brauche sowieso noch einen Hebel. Ich werde ja die rote Seite einmal haben. Und dann einmal rot, alles was rot ist rein, blau, was lila ist. Und so haben wir erstmal so macht's mehr Sinn. So rein. Dann brauche ich jetzt erstmal einen Trichter. Ich erstmal nicht. Ich brauche mal Fackeln. Fackel, 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 Fackel. Rogers. So. Ich will jetzt in die Richtung. Nein. Hier muss es dann sein. So, so. Und jetzt brauche ich erstmal die Boosterschiene. Überhaupt die Schienen an sich.
So. Dann wollen wir mal ihn verlegen. Da muss man nicht viel sehen beim Kreativmodus. Sehe ich auch gerade eigentlich gern was. So. Ich gehe jetzt drehen, ich nicht weiß. Dann wollen wir mal hier ankommen. Wir fragen, was das soll. Ganz einfach. Was wir hier drüben hatten, das müssen wir auch, bauen wir auch hier hin. Dafür müsste man auch besser achten, was man baut. Und die Röhren brauche ich ja später. Das kommt dahin. Die Schiene kommt hier hin. Wir schon erstmal so machen und auf die andere Seite. Nein. Wieso vergesse ich jedes Mal, dass ich einen Stein brauche? Ich wollte ja auch mal sehen, was hier passiert, oder? Ich weiß ja nicht, wie dunkel das Eis eingestellt ist. Bildschirme sind immer heller. So. Eine Truhe hier hin. Und noch ein bisschen bauen. Ich brauche irgendwas, der den Charakter verkleinert. Das ist eigentlich nicht so wichtig, wie das hier ist. Eigentlich schon. Ich brauche einen Minecart. Das Problem habe ich immer noch nicht gelöst. Was habe ich halt kaputt gemacht? Egal. Ich brauche ein anderes Minecart erstmal. Güter.
Denn in die. Denn hier rein packen wir mal die Taschen. War ja klar. War ja klar. Aber erstmal so. Brauche ich gerade nicht. Das versuchen wir es normal. Und es ist in der. Ja, es ist drinne. Nur das Prozedere müssen wir etwas weiter hinten verpacken. Merke ich mir. Wump. Das heißt, das hier kann wieder weg. Und hier können normale hin. Dann können wir es auch auf die andere Seite platzieren. Ich muss euch wieder alles umbauen. Wundervoll. Nicht wirklich. Oh. Echt du Block. So. So. Und oben drüber eine Truhe. Dann wird das so gemacht. Und ich brauche Redstone. Trichter brauche ich keine mehr und Truhen erstmal auch keine mehr. Ich brauche aber Redstone. Und die Fackel. Nein, 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 das muss eine normale Schiene sein. So.
Ja, ich finde das Inventar so interessant, ich muss immer wieder aufrufen. Ja, ich habe gerade Eisen zerstört. Welche Probleme damit? Ich muss ja nicht tief reingehen. Drei in die Eisensonne nicht. Eins, es ist nur einer zur Seite und dann geht's schon los. Seite und. Was brauche ich? Das brauche ich gerade nicht. Ich brauche einmal Redstone und. Dun 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 verstärken. Auf zu brummen. Boosterschiene. Normale Schiene. Normale Schiene. Jetzt brauche ich ja doch die ganzen Sachen. So, dann einmal die Schiene. Die Schiene. Das wird dann so gepowert. Das wird dann so angetrieben. Ich werde sie dann einmal von hinten ansehen können. Ich werde auch in dem Fall eine normale Lore nehmen. Hier war die Güterlore. Das ist keine gute Idee. Oder? Der Weg ist ja eigentlich hauptsächlich egal. Ich brauche noch mal was anderes. Redstone Fackeln. Trichter weg. Drei zur Seite, okay. Eins, zwei, drei. Ich muss sehen, wie lang das Signal da ist.
Bist du blöd? Hab ich die falschen Schienen ausgewählt? Es ist eine Detektorschiene. Eine Aktivatorschiene, ist sowas anderes da. Ich brauche nochmal jetzt eine Fackel. Ich will nicht wissen, wie man Stein herstellt. Und das muss ich auch noch weiter nochmal umbauen, aber auch ja, erstmal. Muss das so weit weg sein? Nein, muss es nicht. Es ist egal, was hier alles herumliegt. So. Was ist mit mir heute falsch? So. So. So läuft das.
Dann fährt es hier rum, da hoch. Oh, falsche Richtung. Am besten mit Truhen zubauen. Ich hatte keinen Stein mehr, leider. Ich habe den Steinwurf verlegt. Also das führt dann hier so rum, dann da hoch. Hier. Das einzig Wichtige ist das Ankommen. Wieso packe ich schon wieder eine Fackel rein? Ich brauche Redstone-Fackeln. So, so. Hab einen Platz gelassen. Ich doch China hier hin. Und dann. Wait a minute. Was? Macht doch keinen Sinn. Ja, erst einmal nur so tun, als ob es Sinn machen sollte. Wir doch keinen endlosen Kreislauf hier haben. Einen freilassen und dann geht's erst los. Sollst du nicht rumwollen? Dann einmal hier.
Warum will das nicht funktionieren? Aus diesem Grund teste ich das hier gerade eigentlich. Nee. Dann nochmal hier zum Raycraft. Und nochmal was anderes raussuchen. Das ist ja hier Beförderungsmittel. Die fährt dann immer wieder hier entlang. Gut. Die fährt hier durch, darüber und die hier entlang. So, da soll sie dann anhalten. Dann Inventar, das kann weg. Das kann weg. Du gehst rüber. Dann komm zu mir. Denn ich muss mal wieder alles zerstören. So. Hier wird sie beladen. Was? Moment mal, was mache ich da für ein Blödsinn? Fällt mir gerade auf. Aus diesem Grund ist es eine zweigleisige Sache und nicht nur ein Gleis. Egal, dann zeige ich auf jeden Fall, wie man einen Endloszyklus hier baut. Mit dem Sinn und Effekt von gar nichts. Was diese. Nein, lassen. Tuna haben wir einfach. Gravel, Kies. Kies wird nur dadurch gejagt.
Das andere mache ich mit einem zusätzlichen Konstrukt. Und durch Gelb jagen wir mal die ganzen blauen Taschen. In Lila. Zweite Seite. Und 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das kann man sich auch halbwegs merken. Drei Seite und nur, einfach nur dreien. 1, 2, 3. Bumm. 1, 2, 3. Dann kommt hier die Detektor. Du kriegst noch einen Block hierhin. Nochmal drei hierhin. Dann sind es hier 3, 1 und 1 und dann wird es da schon richtig gebaut. Alle, die nicht wissen, welche ich vorhabe, ich weiß langsam auch nicht mehr weiter. Weil ist auch nicht mehr. Ich brauche die Fackeln. Bumm. Drei hoch, drei zur Seite. Dann da. Geht ist die Entladung einmal hoch und wieder runter. Dann wollen wir mal auf die andere Seite gehen. Eine Stunde für nichts. Darum ist mir Hilfe so lieb, so gerne habe ich sie. Ich brauche jetzt wieder den Trichter. Und hier die Truhe. Da drüber ist erstmal wieder die. Und die wird gepowert durch ein
Stärke brauchen wir nochmal an der Stelle. Müsste es eigentlich richtig halbwegs funktionieren. Und hier fehlt ein... Ein Hebel. Ich sag der Hebel. So. Noch einmal ein paar Fackeln. Mal ganz gut überlegen, bevor ich den Fehler wieder mache. Dieses System verfolgt nicht das, was ich eigentlich wollte. Ach, wie es eigentlich funktionieren soll, kann man sich später drum kümmern. Vielleicht fällt mir währenddessen auch ein, aber erstmal bauen wir den einen Weg so, wie er sein sollte. Und zerstören dabei Kohle. Also, wir haben eine Truhe. Ein Trichter, der mündet in eine andere Truhe. Quatsch, steht da. Die mündet in das Schienennetz ein.
Wir bauen uns noch einen Korridor weiter nach da. Also hier dann die Truhe. Da wird die Truhe landen und wird befüllt. Dazu braucht sie eine Schräge. Ich habe es hier drüben gemacht. Schräge drunter. Ich könnte auch austesten, ob Schräge gleich daneben auch passen würde. Warum eigentlich nicht? Hab ja sowieso nichts zu verlieren. Bumm. Muss ich wenig etwas Platz schaffen. Ja, passt. Platz, schaffen, saven, was auch immer. Nur ich brauche andere Schienen. Obwohl. Die richtig, die falsch, die richtig. Und da muss ich wieder mit Weichen arbeiten. Irgendwie mache ich jetzt langsam den Zusatzschienen-Mod. Denn du sollst eine hierhin. Ja, doch gleich perfekt schon. Wump. Ihr habt keine Sorge, es muss nicht hell für euch sein hier gerade. Ich werde es nicht so dunkel, nicht so lang machen wie beim letzten Mal. Aber schon mal die erste Fackel brauche ich dann. So.
Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Dann geht's hier wieder rum. Wait a minute. Der Bogen muss doch nicht so groß sein. Die soll sich doch nur hier... Auf Thron werde ich das nicht platzieren. So. Hier rum. Und eine Redstone-Fackel. So, das müsste eigentlich klappen.
Okay, es pumpt. Dann, das brauche ich nicht. Ah ja, Und so einmal das gemacht. Ach nö. Gut, powert nicht das Ding, das ist das Wichtigste. Das ist einmal das Wichtige gerade. Jetzt bitte funktioniere. Okay, das funktioniert halbwegs schon mal. So, das wird jetzt gefüllt. Brauche ich nur noch irgendwie einen Redstone-Impuls, der die Lore losschickt. Was sind jetzt die Taschen? Ist irgendwas bei Redstone, Kolben,
Notenburg, Falltür, Zauntor, Redstone, Lampe. Wait a minute. Nee. Falls euch was einfällt, ich würde gern eure Meinung und wissen, was hören dazu, weil mir fällt nichts ein. Selbst die Schienen bringen nichts wirklich. Weil das bringt ja leider nichts, für die normalen Loren. Hiervon will ich lieber die Finger weglassen. Schankloader bringt auch nichts. Vielleicht fehlt mir nur irgendein Redstone-Mod. Ja, einmal zeigen, wie es dann laufen würde. Ich habe was vergessen. Nämlich die Redstone-Fackel hier hinzusetzen. Du transportierst mal ein Redstone und 5 Steine. Und du hast das ganze Kies.
Okay, das funktioniert nicht richtig. Ich bin so ein Idiot. Muss auch gepowert werden. Wird wahrscheinlich nicht so stark. Und befasse ich mich sowieso mit der Linie, die nicht benutzt wird und auch nichts bringt. Dann sind wir jetzt wieder hier. Du nimmst das ganze Kies mit. Problem Nummer 1, wie kriegt man den jetzt wieder los? Richtig, gar nicht. Dafür braucht man noch eine Lore. Und du hättest da nicht sein sollen. Obwohl doch. Du hast nur, hast nichts abgegeben. Deswegen schicken wir mal gleich eine weitere Lore hin, die auch nichts bringen wird. Powern kurz das hier ab. Dann vergessen wir mal gleich das da. Und powern einfach mal den hier. Upsala. Ist es richtig?
Okay, einmal zu viel Power drauf, wie es scheint. Da war überhaupt eine Schiene drauf. Da. So. Eingabe und Start. Und hier tun wir noch einen Stein rein und ein paar Fackeln. Sind drinne. Jetzt raten die hoch und in die Truhe. Und so geht das System in die eine Richtung und die andere Richtung. Genau so. Nur wie gesagt, andersherum. Dass beim Ziel der Sch die, Lo die, ja, die Röhre runter, dann die Röhre runterführen zu der Truhe. Um dann die Truhe. Um dann. Und System zu haben. Die Sache, das Problem, das ich gerade habe, wo ich nicht weiß, was ich tun soll, ist. Ich schicke gleich nochmal eine Truhe. Los. Dieses halb zehn stehend mag ich nicht. Geht nicht besser, egal. Wie kriege ich die Lore dazu zu starten, ohne hier unten stehen zu müssen? Nee, 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 nee. Oder vielleicht doch? Das ist eine Sache, die kann ich an der Oberfläche testen.
Das ist ja ein schöner Platz. Und dann erstmal brauche ich dich. Okay, Erinnerung, das ist hier ein schöner Ort. Kein Treibsand. So, hier ist dann die Antriebsschiene. Das Ding. Ich muss ja so genau wie möglich arbeiten dafür. Okay. Auch erstmal ein Steingerüst. So. Dann brauche ich keinen Trichter. Dann das. Und wo haben wir das Werkzeug, das wir bisher nie benutzt haben? Hier. Dafür brauche ich wieder was anderes. Stick Erde. Also mal sehen. Ruhe. Die Schiene kommt mal weg. Und Redstone Lampe. Wo haben wir Redstone? Da. Die Schiene brauche ich auch gerade nicht. Denn. Tada! Leuchtet! Okay, muss von dem Ding kommen. Ist untersucht. Okay, das funktioniert wohl doch nicht. Man könnte eine manuelle Schaltung machen, aber nie. Nein, 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 ich möchte nichts Manuelles. Ich will, dass es automatisch passiert.
Ich brauche eine Blume, eine violette Blume. Wofür das denn jetzt nun? Und großes Gewicht, niedriges Gewicht. So, verschiedenes. Pippe, Magenta. Ich habe keine Ahnung, was ich hier haben. Magenta. Ach, so, Pippe, jetzt kommt auch jetzt da durch. Ich weiß nicht, gerade was ich weggeworfen habe, aber ich hoffe, es war nichts Wichtiges. Und wenn, finde ich es wieder. Ja, wo ist es? Ich hab.
Ja. Anders, 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 anders. Idee war bescheuert eigentlich. Nein, das bringt gar nichts, das so zu versuchen. Nein, das ist wirklich nicht mal wichtig, wie. Ja, das könnte hinhauen. Ach, nicht schon wieder, Truhe. Nummer Event H. Brauche ich einmal noch dich. Dich. Uff. Uff.
Eine. Muss mal schauen, wie. Also es funktioniert doch mit einer Blume. Oh. Das ist sehr gut und interessant. Einmal hier alles oben reinpacken, suchen, verschiedenes, nö. Sehe hier. Das hier einmal noch. So verbinden. Das heißt, jetzt muss ich einmal noch mal einen Steinblock. So. Eine Blume. Pumpe, mein liebes Pümpchen. Und... auf jeden Fall, ich habe noch ein explosives Ende vorbereitet. Okay. Also nochmal mein Lieblingsitem. Wir haben es gleich geschafft. Was soll's? Ruhe. Ich hab Stein, so viel ich will.
So. Jetzt eine Blume bitte. Die wird jetzt hier rum. Dafür sind die Eisernen da. Mist, Mist, Mist. Fast geschafft, fast geschafft. Doch wenn ihr eine Lösung dafür habt, schreibt es ruhig in die Kommentare, sagt ihr Bescheid. Und jetzt, wenn ihr Teil meines großen Minecraft-Projekts werden wollt, okay, ist eigentlich. Ja, weil es genau geht, erzähle ich im nächsten Stream. Da werde ich nochmal auch die letzten Mods preisgeben. Erstmal will ich nochmal runterschauen. Es ist soweit geklappt. Das ist eigentlich egal hier. Das mache ich wieder mit Rauspumpen der Items in den Müll oder andersweitig. Weil sowieso, wie ich es dann machen werde, aber da. Irgendetwas muss ich da noch machen. Es soll doch nur ein kurzes Signal geben und dann aufhören. Lassen wir sie mal loslaufen.
Nee, bringt ja auch nichts. Dann nochmal. Nein. Was springt ja auch nichts, wenn ich den voll stopfe? Herzlichtsensoren will ich auch nicht arbeiten. Ich werde mir was später immer nochmal ansehen. Auf jeden Fall gibt es noch was anderes, was ich ausprobieren wollte. Ja, du kannst aufhören zu pumpen. Dafür machen wir einmal hier. TNT hier. Richter brauche ich keine. Und dahin brauche ich keinen. Redstone brauche ich nur und Stein. Mich nicht so an. Ich habe ein explosives Finale für den Stream versprochen. Und es soll es geben auch. Oh nein, sinnlose Zerstörung wird es nicht werden. Grundstein ist eines der unzerstörbarsten Materialien, aber ich bin auch in Grundstein sicher.
Dann baue ich gerade eine Kammer nur aus Grundstein. Und will wissen, was die Kammer aushalten kann. Lava auf jeden Fall. Brauchen mehr TNT. Ich will nicht wissen, wie die Welt am Ende aussieht. Wenn man sich fragt, wie will ich zünden, wenn ich nicht mal eigentlich in der Nähe bin. Redstone wird alles für mich erledigen. Erstmal. Reime Z 1, 3 und nochmal. Für, wenn das Wetter jetzt noch mehr ein Trichoretum macht, würde ich dann nochmal da den Sheet raussuchen. Oder den Chat-Kommando. Dann nochmal eine Fackel. Das kann ich rausschmeißen.
Dann einmal Game Mode 0. Und die Stunde der Wahrheit. Alles sicher. Nicht, dass ich kaputt, also. Game Mode 1. Ich glaube, bisschen kaputt gegangen ist hier alles. Auf jeden Fall, das war es von diesem Stream. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wollte euch mal nur ein bisschen zeigen, wie ich mit Redstone umgehen kann. Und dafür brauche ich auch noch irgendeine Lösung. Muss ich da mal nachlesen. Auf jeden Fall. Danke fürs Zusehen und Kalamatic. Euch noch einen schönen Tag und ciao.